Gott hat Interesse, die Antworten zu geben, aber das ist nicht sein Nummer eins Ziel. Sein Nummer eins Ziel ist Beziehung mit dir. Ich bin sehr gespannt und freue mich sehr über die Worte, die du, lieber Tobi, zu uns sprechen wirst. Herzlich willkommen. Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, mit euch verbunden zu sein, auch allen Übertragungsorten. Es ist eine große Freude, eine große Ehre für mich, hier zu sein. Ich liebe die Momente des Lobpreises, die wir hier schon hatten. Und ich denke, in eurer Location habt ihr das auch gehabt. Weil am Ende vom Tag finde ich, das Schönste an Kirche ist die Gegenwart Gottes. Ist noch jemand der Meinung? Das Schönste an Kirche ist die Gegenwart Gottes. Und deswegen habe ich auch nicht lange gezögert zuzusagen. Normalerweise sage ich fast alles ab, was so Anfragen sind, weil ich liebe es, vor Ort Kirche zu bauen, mit Menschen unterwegs zu sein. Aber ich kenne den Hunger und die Leidenschaft der Loreto-Bewegung. Und jedes Mal, wenn ich mit Loreto zusammenkomme und in so Lobpreiszeiten reinkomme, bin ich einfach nur hin und weg von der Herrlichkeit Gottes, von der Schönheit Gottes und von den Herzen der Beteiligten. Deswegen lasst uns mal allen einen Applaus geben, die seit Jahren beten und diese Sehnsucht haben, dass Gott wirkt, dass er eingreift. Wir haben ja das Thema Come Holy Spirit. Ich weiß nicht, wie oft du schon Bibelstellen dazu gelesen hast, aber als der Heilige Geist das erste Mal so richtig gefallen ist in der Apostelgeschichte, ist ein Wunder passiert, nämlich, dass Menschen, egal aus welcher Kultur, welcher Sprache sie kamen, auf einmal das Evangelium verstanden haben. Es gibt viele Wunder an Pfingsten, aber ein sehr, sehr großes Wunder finde ich, dass Kommunikation stattgefunden hat. Das heißt, ich habe auf einmal mit dem lebendigen Gott kommunizieren können und ein Dialog war möglich. Und das ist übrigens die meistgefragteste Frage, die ich seit 20 Jahren als Pastor gestellt bekomme. Wie kommuniziert Gott eigentlich mit mir? Das ist die Frage, die ich am meisten gestellt. Also, ich habe eine Frage, auf welche Schule soll ich gehen, welche Uni soll ich gehen, welchen Beruf soll ich wählen, soll ich diese Frau heiraten oder auch nicht? Lauter wichtige Fragen. Wie redet jetzt eigentlich Gott mit mir? Das ist die wichtigste Frage und auch eines der zentralsten Themen überhaupt. Wenn du schon mal gehört hast, dass der Glaube eine lebendige Liebesbeziehung ist, stell dir eine Liebesbeziehung vor, wo einer nie kommuniziert. Ah ja. Ich liebe dich, mein Schatz. Stille. Was hast du heute erlebt? Stille. Also das ist keine Liebesbeziehung, das ist einfach eine Einbahnstraße. Das heißt, wie kann das funktionieren? Das wollen wir uns heute mal in der ersten Session genauer angucken. Und es ist oft so, dass in der Kommunikation wir frustriert sind. Das ist ja schon bei zwischenmenschlichen Beziehungen so. Wie viel mehr ist es dann bei einem Gott, den ich nicht sehe, so? Also Missverständnisse sind am Tagesordnung, wenn es um Kommunikation geht. Zum Beispiel letztens haben wir uns mit Freunden verabredet und schreiben ihnen eine Nachricht. Und schreiben ihnen, könnt ihr noch Semmeln einkaufen fürs Frühstück? Der Freund schreibt zurück, ich war schon einkaufen. Wir überlegen uns, was bedeutet das? Also er war schon einkaufen, wahrscheinlich hat er keine Semmel gekauft, oder? Der war schon einkaufen, also gehen wir einkaufen. Am Ende vom Tag kommt er mit einer riesen Packung Semmeln an. Wir haben eine riesen Packung Semmeln. Er meinte, ich war schon einkaufen und habe auch schon Semmeln geholt. Wir haben verstanden, er war schon einkaufen und hat keine Semmeln geholt. Ich meine, das Frühstück, so viel konnte man gar nicht fressen, auf Deutsch gesagt. Das war jetzt noch ein Missverständnis, wo man sagt, ja, das geht ja noch, ja. Aber es gibt Missverständnisse, wo man sich denkt, ich bin frustriert in der Kommunikation zwischenmenschlich, vielleicht auch in der Kommunikation mit Gott, wo ich vielleicht nicht weiter weiß. Ich lerne seit 23 Jahren mit einer Frau zu kommunizieren, die meine Frau ist. Und das ist schon komplex, ja. Ein Freund hat zu mir gesagt mal, Tobias, wenn du heiratest und mit deiner Frau kommunizieren lernst, ist das wie Hebräisch lernen. Ein Wort, sieben Bedeutungen. Wenn du denkst, du hast die Bedeutung verstanden, dann bleib dran. Das heißt jedes Mal was anderes und er hat recht gehabt. Zum Beispiel, wir fahren gemeinsam im Auto und dann sagt meine Frau zu mir, möchtest du gerne einen Kaffee trinken? Ich überlege, nö. Fahr weiter. Was ich später rausgefunden habe, es gibt Situationen, wo meine Frau mich fragt, ob ich einen Kaffee trinken will und sie meint eigentlich, sie will einen Kaffee trinken. Wusste ich nicht, ja, musste ich erstmal rausfinden. Also Kommunikation ist nicht so einfach, wie viel mehr mit einem Gott, den ich nicht sehe. Wie soll ich denn mit dem kommunizieren? Wie soll das am Ende vom Tag auch gut klappen, wenn ich das mit ihm anfange? Ich lese dir mal eine Bibelstelle vor. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo hast du den Laptop hin? Ich bin voll verwirrt. Da! Super, ein Applaus fürs Technikteam mal, die haben das hier super gemacht. Ich habe dir hier
eine Bibelstelle mitgebracht, Johannes 15, 15. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, sagt Jesus, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch Freunde genannt, denn alles, was ich vom Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Also Jesus redet darüber, dass wir seine Freunde sind. In Freundschaft ist Kommunikation sehr, sehr wichtig. Stell dir mal folgende Situation vor. Du bist mit jemand befreundet, vielleicht jetzt können das nur die Älteren hier, die mir zuhören, sich vorstellen. Sag mal, du hast 30 Jahre Freundschaft mit jemand, okay? Und dein Freund oder deine Freundin kommt ins Krankenhaus, okay? Sie liegt im Krankenhaus oder er liegt im Krankenhaus. Und Variante 1, ich als dein Freund komme vorbei, gehe an die Rezeption und sage, ja, mein Freund, der Thomas, der liegt hier auf der Krankenstation, könnt ihr ihm bitte Bücher von mir geben? Weil ich habe einige Bücher geschrieben, gebt ihm einfach, die soll einfach lesen. Und geh wieder. Okay, Variante 1. Ich schreibe ihm nie eine Nachricht, ich rufe ihn nie an, ich besuche ihn nie, aber ich habe ihm meine Bücher gegeben, dass er ermutigt wird durch mein Buch oder die Bücher. Variante 2. Dein Freund liegt im Krankenhaus, du schreibst ihm sofort auf dem Weg nach Hause, nach der Arbeit, schaust du vorbei, du schenkst ihm vielleicht auch ein Buch, aber du bist vor allen Dingen da an seinem Bett, unterhältst dich, fragst ihn, wie es geht. Das Gleiche machst du am nächsten Tag, am übernächsten Tag, das heißt, du besuchst ihn und kommunizierst mit ihm und bist da. Am vierten Tag denkst du, der arme Fropf, der hat immer nur Krankenhausessen. War jemand schon mal im Krankenhaus? Ist in Österreich das Essen auch so schlecht? Nur Frage. Nein, bei euch ist es gut, ich muss nächstes Mal in Österreich ins Krankenhaus gehen. Ja, am vierten Tag ist ein guter Freund, schmuggelt er Essen ins Krankenhaus. Hat jemand schon mal Essen ins Krankenhaus geschmuggelt? Ist mal ehrlich, jetzt könnt ihr beichten, ist Kirche hier. Ich habe das schon so oft gemacht, Pizza reingeschmuggelt, irgendwas anders reingeschmuggelt. Okay, Variante 1, ich gebe das Buch ab, sag sonst nichts. Variante 2, ich gebe vielleicht das Buch, aber ich bin da. Welcher Freund ist besser? Einfache Frage, oder? Der zweite, aber wir denken manchmal, dass Gott sich wie der erste Freund verhält. Er hat uns ein Buch gegeben, die Bibel. Er gibt uns die ab und sagt dann, ciao. Ich kommuniziere nicht mit dir, ob du im Krankenhaus liest, lies halt mein Buch. Ich möchte dieses Buch nicht minimieren, ganz im Gegenteil, ich liebe die Bibel, sie ist zentral, will ich dir heute auch sagen. Absolut, das Wort Gottes, absolut zentral, aber Gott geht Gott sei Dank drüber hinaus und er sagt, wir sind seine Freunde. Das bedeutet, er möchte auch genau so mit uns kommunizieren, wie Freunde eben kommunizieren und dort auch mit uns näher kommen. Was ist dann wichtig? Okay, wenn wir Freunde sind, schauen wir das nächste an. Wenn wir seine Freunde sind, behandelt er uns nicht wie Roboter. Sagst du, was meinst du jetzt damit? Also man kann mechanisch kommunizieren oder man kann zwischenmenschlich kommunizieren. Wir alle haben gelernt, mechanisch zu kommunizieren, zum Beispiel mit unserem Computer. Also wenn ich drucken will, drücke ich 2 Tasten und dann druckt er. Ja? So würde ich ja nicht mit dir reden. Alt-Kr-D. Hä? Okay. Auf der anderen Seite, wenn der Drucker dich nicht versteht, weil er ja eine Maschine ist, kann ich ja nicht zu ihm sagen, wenn er sagt, Drucker nicht gefunden, dann drehe ich ja nicht den Bildschirm und sage, da ist er. Da sagt der Computer, hä? Mach Alt-Kr-D, dann verstehe ich dich nicht, aber nicht, da ist er. Also es ist vielleicht vollkommen trivial, Gott redet mit uns nicht mechanisch irgendwie, er redet mit uns, wie wir sind, er redet mit uns menschlich. Er hat uns designt als Menschen und er weiß auch, wie wir gemacht sind und deswegen kommuniziert er auch mit uns auf eine menschliche Art. Er redet seit 2000 Jahren in diesem Buch. Er redet zu Abraham, zu Isaac, zu Jakob, zu Noah, zu Adam, zu Eva, Deborah, zu Ruth, zu den Jüngern, zu Paulus. Zu all denen redet er ständig. Und mit uns? Also wenn er jetzt unser Freund ist und wir alle der Meinung sind, Kommunikation gehört dazu, dann wird er wahrscheinlich jetzt auch mit uns reden. Also er redet nicht mechanisch mit uns, sondern er redet mit uns und sagt, ihr seid keine Waisenkinder. Ich lese es mal vor, seine Bibelstelle in Johannes 14. Ich empfehle dir, die Bibelstellen aufzuschreiben, damit du es zu Hause auch nochmal nachlesen kannst, auch den Kontext. Hier heißt es, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten und ich will den Vater bitten und er wird euch einen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Hier geht es um den Heiligen Geist. Dass er bei euch ist in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, den sie ihn nicht kennt und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Erst noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Das sagt Jesus, bevor er
aufgefahren ist in den Himmel. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jedem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das heißt, der Heilige Geist, der an Pfingsten kommt, wo Kommunikation möglich ist, hat ganz viele Eigenschaften. Er ist ein Tröster. Er lässt uns nicht als Waisenkinder zurück. Und er ist ein Geist der Wahrheit. Das heißt, der mir Orientierung gibt in all meinen Fragen. Ich lese noch mal weiter. Ich weiß nicht, ob ich das schon... Ich bin vollkommen technisch überfordert, müsst ihr wissen. Normal habe ich immer jemand, der meine Technikaffinität ausgleicht. Aber ich versuche, das hier hinzukriegen. Habt Geduld. Lest in eure eigene Bibel mit, wenn ich jetzt was Falsches drücke. Ja, okay. An einer anderen Stelle sagt er, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen. Werde zu euch reden, sagt ihr, der Heilige Geist wird zu euch reden, Johannes 16, ihr werdet ihn hören, er wird das verkündigen, was ich für euch vorbereitet habe. Lass uns jetzt mal kurz überlegen, wenn der Heilige Geist ein Tröster ist, wenn er die Wahrheit ist, wenn er uns nicht als Waisenkinder zurückhält, lass uns mal überlegen, wenn er jetzt nicht wirklich kommunizieren würde, wie das aussieht. Dazu brauche ich mal kurz meine Frau, die Frauke hier auf der Bühne, wo wir mal gemeinsam überlegen, kann der Heilige Geist mich trösten, wenn er nicht mit mir reden würde? Probieren wir es mal aus. Okay. Die Frauke ist Heilige Geist. Jetzt mal kurz, sie spielt die nur. Keine Beschwerdemails an mich, sie spielt nur kurz etwas. Sie ist nicht der Heilige Geist. Okay, also, wir stellen uns vor, der Heilige Geist ist da, ich gehe mit dem Heiligen Geist spazieren, ich habe Fragen, Heiliger Geist, da habe ich eine Frage, du bist der Geist der Wahrheit, was denkst du darüber? Okay, ich bin auch echt einsam jetzt gerade, ich brauche echt Trost. Okay, vielleicht denke ich mir dann, okay, der Heilige Geist, wenn ich rede, vielleicht ist es ein Ratespiel, ne? Okay, also vielleicht muss ich was raten. Hast du pantomimisch, Heiliger Geist, du redest zwar nicht, aber dann zeig mir irgendwas. Hast du vielleicht irgendwas für mich da? Wir raten mal gemeinsam. Vielleicht will der Heilige Geist mir so mit mir kommunizieren. Ich muss einfach lang genug raten. Okay, wie so ein Pantomime, Heiliger Geist. Okay, was will er mir sagen? Ich brauche Orientierung, ich brauche Wahrheit in meinem Leben. Okay, was zeigst du mir? Ja, hat jemand eine Idee, was das bedeutet? Also ihr seid ja Christen, ihr habt den Heiligen Geist wahrscheinlich. Also Affe? Affenhaus? Affentheater? Affentheater! Ja, gut, geraten. Ja. Also stell dir vor, der Heilige Geist würde es so machen. Das wäre doch total schwierig. Ich wüsste nie, habe ich ihn richtig verstanden oder nicht. Manchmal kommt es mir auch so vor, als würden manche Leute denken, es ist eher so ein Ratespiel. Deswegen vielen Dank, Heiliger Geist. Wir probieren das nochmal hier aus. Der Heilige Geist macht mit mir so ein Ratespiel. Ich brauche wirklich eine richtige Orientierung. Also ich brauche wie eine tiefe Frage. Ich brauche wirklich Weisheit in meinem Leben. Heiliger Geist, was denkst du drüber? Okay. Ah, raten. Wir raten jetzt ein Wort, zwei Wörter mit je vier Buchstaben, muss ich jetzt rausfinden. Ich wollte einfach eine Antwort haben, aber gut. A. Okay, C. Ups. K. R. Okay, wir spulen mal ein bisschen vor, ja? Schreib mal hin, Heiliger Geist, welche Buchstaben da sind. Xail. Of. Fritz. Danke, Heiliger Geist, hat mich total ermutigt. Ja. Applaus für den Heiligen Geist hier, das ist ja. Also. Ja. Also, du merkst schon bei all meinen Beispielen, irgendwie kann es ja nicht sein, dass Gott uns dieses Buch gibt und dann aufhört zu kommunizieren. Es kann ja nicht sein, dass der Heilige Geist uns versprochen wird und er dann einfach nicht mit uns kommuniziert. Okay, wir schauen mal weiter. Wie kann ich jetzt Gottes Stimme hören? Es ist ein Training. Warum? Gott hat uns als sein Ebenbild geschaffen und das, was für uns als Menschen gilt, ist eine ganz einfache Philosophie, gilt auch für die Beziehung mit Gott. Warum ist es also ein Training? Es ist in uns angelegt, das ist das eine. Ich schaue mal kurz, muss kurz vorspringen hier. Sie ist in uns angelegt. Was heißt es? Gott hat uns geschaffen zum Kommunizieren. Das heißt, wenn jemand zum Glauben kommt, sagt die Bibel, man kann von neu geboren werden, wenn man Jesus Christus in sein Leben einlädt. Wenn man zulässt, dass er einen von innen nach außen erneuert, sagt er, wir sind neu geboren und wir haben die Möglichkeit, mit Gott zu kommunizieren.
Aber die Bibel sagt auch, wir sind am Anfang wie ein kleines Baby, das Kommunikation lernen muss. Wir alle kennen das aus unserem Leben oder wenn wir kleine Geschwister haben oder Kinder um uns herum haben, dass es ein Stück für Stück Lernen ist. Und das ist der zweite Punkt, es muss gelernt werden. Ich probiere es mal jetzt hier technisch. Wow! Krass! Das meintest du, Michael. Eigentlich hat man mir alles erklärt, aber ich bin, wie ich halt bin. Tut mir leid. Krass, Technik. Es muss gelernt werden. Was heißt das? Wir sind keine Tiere, sondern wir sind Menschen. Kommunikation ist wichtig. Zum Beispiel habe ich einen Hund und mein Hund versteht keine Sprache. Er versteht nur Tonfall. Das heißt, ich kann dir beibringen, was ich will. Ich kann zum Beispiel freundlich reden, aber ihn beleidigen. Da wird mein Hund sich freuen. Der will ihn schon. Ja, du bist ja ein dummer Hund. Ach, bist du ein dummer Hund? Ja, so ein dummer Hund. Der wird sich freuen, weil er mich einfach nicht versteht. Das heißt, er kennt Tonfall, ja? Aber er kennt nicht das, was ich sage. Aber Gott hat uns geschaffen dafür, dass wir eben mehr können, dass wir das trainieren können, dass wir es lernen können. Ich weiß nicht, was dein erstes Wort war. Mama. Wer hat Mama als erstes gesagt? Papa. Ich sag dir, was mein erstes Wort war. Wusch. Das heißt Wurst. Ich weiß auch nicht, warum. Meine Eltern waren ein bisschen traurig über mich. Okay, also man fängt irgendwie an und es muss einfach gelernt werden. Ich muss es trainieren. Samuel und Elia, gibt es eine Situation, wo Samuel seinem Schüler beibringt, wie Gott redet. Warum? Er liegt nachts da und er hört eine Stimme und er denkt jedes Mal, es ist der Prophet Samuel und der Priester Samuel. Er denkt jedes Mal, es war er, weil es, warum? Es war offensichtlich natürlich, oder? Es war offensichtlich kein Engelschor. Hallo Elia. Hier sind die Engelschöre. 3D-Animationen, Regenbogen überall, alles splittert. Nee. Es war offensichtlich eine Stimme, die so menschlich daherkam, dass er dachte, das war Samuel. Und Samuel sagt, beim nächsten Mal, wenn das so natürlich kommt, sag, hier bin ich, Herr, rede. Das heißt, er musste es trainieren, er musste es lernen, er musste auch dranbleiben. Und wir müssen natürlich auch reinwachsen, wir müssen dort größer werden. Zum Beispiel bei Kindern ist das so, wenn sie anfangen zu kommunizieren, irgendwann können sie zwar alle Wörter, aber ich muss trotzdem noch lernen, wie ich die einsetze. Also zum Beispiel Kinder sagen manche Dinge, wo man sagt, das ist richtig, mein Sohn, aber in dem Setting der falsche Ort. Ja? Bei Freunden von uns saß das kleine Kind bei der Oma auf dem Schoß, schaut sie so an, das faltige Gesicht, sagt zu Oma, na Oma, du stirbst auch bald, oder? Sagt die Oma, wieso denn? Ja, du siehst so angestorben aus. Ja, danach erklärst du deinem Kind, Schatz, es stimmt zwar irgendwie, aber das sagen wir trotzdem nicht. Also du merkst, im Zwischenmenschlichen lernen wir das, wir wachsen dort rein immer mehr und so ist es auch bei Gott, dass wir dort immer mehr reinwachsen. Deswegen gibt es Leute, die sagen, naja, wenn ich auf Gottes Stimme höre, ich mach's mir einfach, ich mach einfach Bibelroulette. Kennst du das? Also, Herr, soll ich das tun? Und er nahm Menschenkot und machte sich ein. Das steht wirklich in Hesekiel. Also meine Frau hat das mal gemacht, dass wir jungen Christen waren. Wir wussten, das kann man auch mal machen, aber das ist wirklich nicht das Ziel. Sie hatte Gott gefragt damals, als sie mich kennengelernt hat mit frischen 19, ob ich der richtige Mann für sie bin. Dann hat sie so Bibelroulette gemacht und ihr Finger kam wirklich auf und sie waren nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Das war schon spektakulär in diesem Moment. Was nicht so schlau war, ist sie dann zu mir gegangen und hat gesagt, der Herr hat gesprochen, du wirst mein Mann. Habe ich gesagt, nö. Zu mir hat er es nicht gesagt. Und damals war ich frisch Christ. Ich dachte damals, dass ich frühestens mit 30 heiraten werde, weil ich dachte, mit 30 ist Leben vorbei. Das dachte ich mit 19. Jetzt bin ich 46. Ich kann euch beruhigen, das Leben wird immer besser. Okay, also, das ist nicht das Ziel. Einfach hier Bibelroulette, das kannst du schon mal machen, aber es geht um viel, viel mehr. Warum? Es geht ja um eine Beziehung. Und deswegen ist wichtig, dass ich lerne, mich zu verabreden mit Gott. Warum? In der zwischenmenschlichen Beziehung, wenn ich Qualitätszeit haben will, verabrede ich mich. Ich brauche einen Ort, ich brauche den richtigen Raum dafür und ich brauche Zeit. Und wenn ich mich wirklich verabreden will, muss ich mich zwingen, im Hier und Jetzt zu sein. Sonst verpasse ich mein Date, sonst verpasse ich meinen Freund, sonst verpasse ich den Moment im Hier und Jetzt. Wie viel mehr ist mit Gott so?
Ich weiß nicht, ob du dich schon mit Gott verabredest und ob du das machst. Wenn ja, ist wichtig. Die Verabredung ist deswegen so wichtig, weil Gott ein ganz anderes Ziel von Kommunikation hat als wir. Unser erstes Ziel in Kommunikation ist, wir wollen antworten. Oder? Gott, ich habe ein Problem, was soll ich tun? Auf welche Schule soll ich gehen? Das heißt, wir wollen einfach ein Entscheidungsmeeting. Im Business nennt man das ein Entscheidungsmeeting. Ich gehe dort rein und der Chef soll mal Ansagen machen. Okay, was machen wir mit der Präsentation? Machen wir, verkaufen wir das Geschäft? Ja, nein? Also ein Entscheidungsmeeting. Gott hat Interesse, die Antworten zu geben, aber das ist nicht sein Nummer eins Ziel. Sein Nummer eins Ziel ist Beziehung mit dir. Freundschaft mit dir. Zeit mit dir. Stell dir vor, ich hätte mit meiner Frau nur Entscheidungsmeetings. Dann müsstest du mich zur Ehetherapie schicken. Also wenn wir nie Herzensnähe hätten und es gar nicht darum ging, was fühlst du, was denkst du, was möchtest du, würden wir ganz viel verpassen. Also verabreden ist wichtig. Und wenn du dich verabredest, wirst du merken, dass in dieser Verabredung deine Gedanken sehr unruhig sind. Bei vielen von uns liegt es unter anderem an solchen Geräten und an unserer Mediennutzung und an unserem Alltag. Das sehen wir schon, wenn wir ein Date haben. Letztens saß ich im Restaurant meiner Frau und wir haben rübergeguckt zu einem Paar und die haben beide am Handy was gemacht, anstatt miteinander zu reden. Oder eine Mutter, die mit dem Kinderwagen läuft und anstatt nach dem Kind zu schauen, irgendwo in sozialen Medien unterwegs war. Das heißt, nur im Hier und Jetzt können wir uns wirklich begegnen und nur im Hier und Jetzt kann ich Gott begegnen, weil Gott ist der Einzige, der einfach im Hier und Jetzt ist. Das heißt, ich muss meine Gedanken beruhigen lernen. Wie machst du das, wenn du nicht viel Übung hast? Wenn du noch nicht viel Übung hast, wirst du dich ablenken lassen. Warum? Du sagst, jetzt will ich mit Gott Zeit verbringen. Und dann geht's in deinen Gedanken los. Da kommen irgendwelche Gedanken. Ich muss noch die Wäsche waschen. Nachher muss ich noch einkaufen gehen. Was ist eigentlich mit der E-Mail, die ich noch schreiben muss? Und dann Gedanken kommen lauter Dinge, die dich ablenken. Sorgen, Ängste, To-Dos. Wenn wir mit Gott kommunizieren wollen, ist wichtig, dass wir lernen, das hinterzulassen. Tipp 1, schreib die Sachen auf. Vielleicht sind es Dinge, die du noch erledigen musst, schreib auf, ich werde nachher die Waschmaschine anmachen, okay. Vielleicht sind es Sorgen und Ängste, werde ich dir gleich sagen, was wir damit machen. Und sagen, Gott, hilf mir, in deine Gegenwart zu kommen. Ich lese dir mal eine Bibelstelle vor. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft, denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schatz, dass ich gewiss nicht wanken werde. Meine Seele ist stille zu Gott. Mir hilft neben dem Hinsetzen, dem Ort und dem Aufschreiben ein sehr wichtiger Schlüssel. Und zwar ist es der Schlüssel, fokussiere deine Gedanken mit Worship. Ich denke, an all den Übertragungsorten haben wir erlebt, wie wunderbar es ist, wenn Lobpreis ist und wie uns das hilft, im Hier und Jetzt anzukommen. Wie es uns hilft, auf Gott zu fokussieren. Im Alltag habe ich nur dummerweise nicht so eine coole Band. Im Alltag hocke ich da an meinem Schreibtisch und denke mir, ja, und jetzt? Am Pfingstwochenende, das war nice. Also die ganzen Lobpreiszeiten, die waren so gut. Aber jetzt bin ich alleine. Und ich glaube, dass Gott uns einen Schlüssel gibt, einen Schlüssel zum Allerheiligsten, der steht im Psalm 100. Betet ihn voll Freude an, kommt zu ihm und lobt ihn mit Liedern, geht durch die Tempeltore mit seinem Danklied, betretet den Festplatz mit Lobgesang, preist ihn, dankt ihn für seine Taten. Der Schlüssel ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes ist also Worship oder Lobpreis. Ich hatte mal so einen Dialog mit Gott, inspiriert durch einen Freund, wo ich gedacht habe, ja Gott, wie soll das denn jetzt gehen? Also ich wache jetzt morgens auf, ich will mit dir Zeit verbringen, aber soll ich jetzt singen? Ja? Also Gott, hast du mich schon mal singen gehört? Ja, kann ich nicht dein Ernst sein? Es gibt einen Grund, warum ich nicht in der Lobpreisband bin. Ja? Deswegen, ich liebe so laute Anlagen wie hier, weil da kann jeder von uns laut und schief singen da unten. Ne? Fällt gar nicht auf, voller Leidenschaft daneben ballern, aber hauptsächlich leidenschaftlich singen. Und dann war es mir so in diesem inneren Dialog, wie wenn Gott sagen würde, mein Junge, mein Sohn, ich höre nicht auf das, wie du singst, sondern auf dein Herz. Okay, gut, also ich kann schief singen, aber von Herzen singen. Dann war der nächste Punkt, ja, aber ich habe ja kein Instrument zu Hause. Viele sagen, jeder Christ ein Gitarrist, hast du schon mal gehört? Nachdem bin ich kein Christ, kein Gitarrist. Also ich kann, war der nächste Gedanke so in meinen Gedanken, wie Gott dann oft redet, ja, dann mach einfach das Internet, was weiß ich, Spotify, irgendwas, mach eine Playlist an und da hast du dann einfach Lobpreis. Und dann war der letzte Gedanke, ja, aber welchen Song soll ich denn singen, Gott, wenn ich in deine Gegenwart komme? Und da war der Blitzgedanke,
Nimm den Ersten, der dir kommt, wenn du aufwachst. Okay, Gott, da kommt nichts. Also ich liege im Bett, da kommt kein Lobpreisband vorbei. Da liege ich einfach. Und heißt, weil ich sage, pass mal drauf auf. Und das ist für mich revolutionär. Und ich bitte dich, dass du das mal eine Woche ausprobierst. Ab morgen früh, wenn du aufwachst und noch in deinem Bett liegst, bevor du aufstehst, bevor du aufs Klo gehst oder bevor du dieses Gerät in die Hand nehmen kannst, weil du einfach noch da liegst, okay? Der Wecker hat geklingelt oder du bist vorher aufgewacht. Achte mal auf deine Gedanken und schau, ob irgendwo eine kurze Textzeile reinkommt. Es ist absolut faszinierend. Irgendwo wird eine Textzeile von einem Lobpreislied reinkommen. Du wirst manchmal gar nicht wissen, warum. Das kann ein Lobpreislied sein von heute Morgen, dass du auf einmal das Textzeile kommst. Es kann ein Lied sein, das ist uralt, das hast du schon lange nicht mehr gesungen, aber deine Seele sagt einfach nur eine Textzeile. Aber du musst darauf achten, warum. Im Aufwachen ist Chaos in dir. Da kommen Gedanken und Sorgen und irgendwann und zwischendurch kommt nur ganz kurz eine Textzeile. Seit ich das mache, habe ich jeden Morgen ein Lied. Dann gehe ich ins Internet, lasse das Lied spielen. Das Lied hilft meiner Seele, innerhalb von wenigen Minuten in die Gegenwart Gottes zu kommen. Also zum Beispiel, letztens wache ich auf und habe ein Lied im Kopf. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gesungen habe. Ich glaube, vor 20 Jahren. Da ging es nur so, ich traue auf dich, oh Herr. Das war's. Zack, Sorgen, Ängste, To-Dos. Einfach mittendrin, ich traue auf dich, oh Herr. Fertig. Seit ich drauf höre, schreibe ich es mir auf. Geh dann an mein Handy und google den Text. Lobpreislied, ich traue auf dich, oh Herr. Dann kommt der Text. Ah ja, stimmt, das Lied. Dann gehe ich auf den Link und spiele es ab. Und dann auf einmal kann ich innerlich, ich singe innerlich alleine. Ich bin nicht der Worshipper zu Hause, der einfach im Wohnzimmer singt und sagt, Schakala. Ich singe innerlich und die meisten von uns werden es auch innerlich tun. Aber ich mache dir ein Beispiel. Ich sitze dann da und meine Seele singt. Ich traue auf dich, o Herr, ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit, deiner Hand steht meine Zeit. Dann höre ich dieses Lied, singe es mit und immer wieder zwischendurch an diesem Tag steigt meine Seele von jetzt auf gleich ein. In deiner Hand steht meine Zeit. In deiner Hand steht meine Zeit. Das war eine Zeit, wo ich sehr gestresst war. Ich habe meine Arbeit angeguckt und habe gesagt, Gott, wie soll ich das schaffen? Ich schaffe das auf keinen Fall. Ich habe zu wenig Zeit. Der Heilige Geist weckt mich morgens und gibt mir ein ganz altes Lied. Und meine Seele fängt an zu singen, wenn ich gestresst werde. In deiner Hand steht meine Zeit, in deiner Hand steht meine Zeit. Merkst du, was passiert? Ich werde ruhig. Ich verstehe wieder, wer Gott ist. Meine Seele kann durch die Tempeltore durchgehen, mit Dank. Das können die unterschiedlichsten Lieder sein und wir brauchen die dringend, meiner Meinung nach, weil wir so gestresst und getrieben sind. Jedenfalls ist es in Deutschland so, vielleicht nicht in Österreich, aber in Deutschland sind wir gestresst. Und wir haben Sorgen und wir haben Ängste und die Inflation und der Krieg und alles ist so unruhig um uns. Pass mal drauf, halb im Aufwachen, was kommt? Nimm das Lied, sing es innerlich und schau, wie Gott zu dir redet. Warum unsere Seele denkt, fühlt und will oft ohne Gott. Unser Reflex ist, ohne Gott zu denken, ohne Gott zu fühlen, ohne Gott zu wollen. Sonst hätten wir nie Sorgen. Wusstest du das? Sorgen heißt, ich stelle mir gerade eine Zukunft ohne Gottes Möglichkeiten vor. Sonst hätte ich keine Sorgen. Also egal was, Inflation, ja, es gibt ja noch Gott. Krieg, ja, es gibt ja noch Gott. Also Sorgen und Ängste heißt, meine Seele denkt, fühlt, will, gerade ohne Gott. Was braucht sie? Wahrheit, Liebe, Klarheit, ein Lied, das mir hilft, in der Gegenwart Gottes zu sein. Letztens wache ich auf mit dem Song von Dietrich Bonhoeffer. Ich weiß nicht, wann ich den letzte Mal gesungen habe. Also die Seele greift wie so ein DJ auf Sachen zu, denkst, alter Falter. Aber es kann auch ein neues Lied sein, das du heute gehört hast. Wie gesagt, es ist jedes Mal anders.
und es ist jedes Mal frisch. Warum ist das so wichtig? Durch den Lobpreis kannst du deine Gedanken fokussieren, du kannst in die Gegenwart Gottes kommen und du kannst lernen, die Lasten, die dich zurückhalten, abzulegen, während du dieses Lied betest eigentlich. Warum ist das so wichtig? Solange wir Lasten haben, Sorgen, Ängste, sind wir nicht frei zu kommunizieren. Wir sind getrieben. Und das müssen wir lernen. Wenn du mit Gott unterwegs bist, ist es ein Training. Warum? Wir machen oft Folgendes. Wir sagen, ja Gott, ich gebe dir die Last. Dann gehst du ans Kreuz, legst die Last ab, die Sorgen ab. Und letztens eine Frau erzählt mir, ja Pastor, weißt du, das habe ich schon so oft Gott abgegeben. Dann denke ich mir, aber du hast es sehr offensichtlich zurückgeholt. Oder? Ich meine, also, du hast mir gesagt, du hast es Gott abgegeben, aber du hast die Sorge immer noch. Das heißt, du hast unterm Strich Folgendes gemacht. Gott, ich gebe es dir, leg es vors Kreuz. Dann warte ich. Also Gott, ich habe es dir hingelegt, gell? Also, Gott, da liegt es jetzt. Na, wenn du dich nicht kümmerst, dann nehme ich es halt wieder. Also, das können wir schon machen. Aber die Bibel sagt, wir sind Schafe und Schafe sind keine Lastentiere. Also wenn du eine Safari machst, habe ich noch nie jemanden gesehen, der Schafe nimmt und die belädt mit Gepäck. Sagt, mein treues Schaf, wir gehen jetzt auf den Kilimanjaro hoch. Du trägst das Gepäck. Das Teil platscht einfach auf den Boden und bleibt unten. Also Gott hat uns als Schafe geschaffen, wir sind keine Lastentiere. Das heißt, wir brauchen mindestens täglich die Verabredung mit Gott, die Fokussierung unserer Gedanken, mit Lobpreis in die Gegenwart Gottes reingehen und die Lasten wirklich bei ihm zu lassen. Und wenn die Lasten zurückkommen, warum ist dann Lobpreis so wichtig? Wenn die Sorge zurückkommt, was macht dann meine Seele durch den Song am Morgen? In deiner Hand steht meine Zeit. Bleib da. Bin ich gestresst. In deiner Hand steht mein eine Zeit. Probier das mal aus. Du wirst merken, dass Gott sehr kreativ ist, wie er mit dir reden will und wird. Also, dann kann ich, bis jetzt habe ich noch gar nicht viel gemacht. Ich habe mich verabredet mit Gott. Ist einfach eine Entscheidung. Ich habe geguckt, welche Gedanken hochkommen. Ich habe geschaut, habe ich ein Lied, das kommt. Und jetzt bin ich im Gespräch mit Jesus. Wenn du sagst, es kommt nie ein Lied bei mir morgens, und wenn ein Lied kommt, dann nur Highway to Hell. Dann würde ich dir empfehlen, tagsüber mal was Konstruktives anzuhören. Ja? Dann schau dir den Livestream hier noch 100 Mal an. Oder mach dir eine Playlist. Oder hör ein christliches Radio an. Das heißt, dann füll dich anders. Aber ganz wichtig ist, jetzt ins Gespräch mit Jesus zu kommen. Wie mache ich das? Indem ich die Bibel nehme und indem ich auf der anderen Seite schaue, wie Gott zu mir kommuniziert mit meinen Sinnen. Was heißt das? Das Erste ist, ich schlage die Bibel auf. Jetzt sagst du dir, ja, Tobi, wo soll ich denn lesen? Irgendwo zwischen diesem schwarzen Deckel und diesem schwarzen Deckel. Just do it. Ja, wo? Fang einfach an. Warum? Lese und sag, Gott, rede zu mir, mach es frisch. Lese lebendig durch dein Wort zu mir. Zeig mir, was du mir zeigen möchtest. Vielleicht ist es eine Bibelstelle, die dich anspricht, ein Nebensatz. Es gibt Momente, wo gar nicht der Text das Entscheidende ist, sondern Gott es einfach nur nutzt und auf dieser Zeit mit ihm mir irgendwelche Impulse gibt. Und ich erwarte, dass er zu mir redet und dann empfehle ich es dir aufzuschreiben. Warum? Wenn du anfängst, mehr mit Gott zu reden, schreib einfach auf dein Gebetsanliegen, dann liest du die Bibel. Wenn dir ein Gedanke kommt und eine Bibelstelle ist, schreib die hin und schau, ob noch mehr kommt und schreib das auf für den Tag. Warum ist Aufschreiben wichtig? Weil du dann nach einer Woche mal gucken kannst, wie oft diese Gedankenimpulse auf dein Leben gepasst haben. Das wird dein Glauben steigern, steigern, steigern ins Unmessliche. Und neben der Bibel schaue ich an, was zeigt Gott mit meinen Sinnen. Weil Gott hat uns geistliche Sinne gegeben, steht in Hebräer 5, kannst du nachlesen. Und in geistigen Sinne bedeutet, dass du geistig hören kannst, du kannst geistig sehen, du kannst geistig fühlen, riechen und du kannst, was habe ich jetzt vergessen? Schmecken, genau. Mach dir Beispiele, was heißt es? Ich sitze jetzt da mit Gott, lese die Bibel und ich höre. Was heißt, ich höre, welche Gedanken kommen? Ich vertraue darauf, dass Gott durch meine Gedanken redet. Es sind Blitzgedanken vielleicht oder einfach ein Impuls. Ich war im Sportstudium schon lange her, habe ich das angefangen auszuprobieren. Und ich war beim Skifahren
Und ich hatte neben mir so einen typischen Sportstudenten, so wie ich auch einer war, recht selbstbewusst, recht auf Äußerlichkeiten bedacht, bisschen vorurteilmäßig, aber es war so. Also jeder Muskel ausdefiniert und immer gut drauf und immer Sport. So, er sitzt neben mir im Lift und auf einmal kommt so ein Blitzgedanke. Sag ihm, dass Jesus ihn liebt. Ich denke mir, ach, Gott geht's nicht spektakulärer. Ich kann ihm auch so einen Fischaufkleber gleich schenken. Der ist Atheist Gott. So, dann fange ich an zu diskutieren. Warum? Wenn du das anfängst, hast du so viel Menschenfurcht in dir und du denkst, das kann ja nicht Gott sein. Und dann habe ich immer diskutiert. Ich habe immer gesagt, also Gott, wenn du es jetzt wirklich bist, dann zeig das. Und da habe ich immer so Auflagen gemacht. Wenn wir oben am Lift ganz alleine stehen und 5 Frauen von links kommen und 6 Männer von rechts, so ungefähr. Wenn du das alles machst, dann sage ich ihm, Jesus liebt dich. Und dann habe ich mir irgendwann selber zugehört und gedacht, wie peinlich bist du eigentlich, Tobias? Du wünschst dir, dass Gott redet und dann redet er und dann hast du laute Ausreden, warum du es nicht weitergibst. Und dann habe ich gesagt, so komm, mach's einfach. Dann habe ich gesagt, du, weißt du, was weißt, ich glaube an Gott und ich trainiere gerade mit Gott zu kommunizieren und ich hatte so einen Blitzgedanken, das ist oft von Gott. Ich möchte dir einfach sagen, Jesus liebt dich. Der Kerl, Baum von dem Typ, gell? So viel Muskeln kannst du gar nicht zählen. Kriegt Tränen in den Augen und schaut mich an. Sag ich, was ist los? Sagt er, du bist die 4. Person in 3 Wochen, die mir das sagt. Ich glaube langsam, Gott will wirklich was sagen. Das ist morgens eine Zeit mit Gott, aber Gott will ja nicht nur morgens reden, er will immer mit dir reden. Wenn du heute ins Café gehst, sag einfach mal, Gott, gib mir einen Blitzgedanken für die Bedienung. Letztens saßen wir als Familie da, meine Frau macht das sehr oft, die challenged immer meinen Sohn und mich, sagt uns, lass uns Jesus fragen, lass uns Heiligen Geist fragen, was er dieser Bedienung sagen möchte. Wir sind still, tauschen uns aus und dann kommen einfach nur Blitzgedanken. Weißt du, die sind so natürlich, dass Elia dachte, es war Samuel, weißt du noch? Das sind so natürliche Gedanken. Da war der Gedanke, sie hatte die letzten Tage eine sehr schwere Zeit, sie ist verletzt worden, sie hat viel Schmerz in ihrem Leben und wir sollen sie einfach ermutigen und sagen, dass der Vater im Himmel sie sieht und sie liebt. Und ihr ein Trinkgeld geben, was die Rechnung verdoppelt. Okay, also die Rechnung kam, mein Sohn hat gleich gesagt, ich will das Trinkgeld geben. Gut, die Rechnung kam, die war 50 Euro, wir haben nur ein bisschen was getrunken und dann nimmt mein Sohn den 100-Euro-Schein und sagt, stimmt so, die Bedienung, ja, Kind. Wie viel wollen Sie geben? Sagen, ja, das stimmt. Sagst du, na, kann ich nicht annehmen. Sagen wir doch. Wir glauben an Gott und wir glauben, dass Sie gerade eine schwere Zeit durchmachen und dass Sie Schmerz in Ihrem Leben haben. Wir wollen glauben, dass der Vater im Himmel Ihnen einfach sagen möchte, er sieht Sie und er liebt Sie. Und das ist ein kleines Zeichen der Liebe Gottes. Das kann ich doch nicht annehmen. Doch, wir sind gesegnet von Gott. Wir kommen nicht zu kurz. Es ist eine Liebesbotschaft Gott an Sie. Die Frau ist so berührt, hat Tränen in den Augen, geht zu ihren Kolleginnen, Kellnerkolleginnen und erzählt alle über den Tisch da vorne. Weiß nicht, was sie gesagt hat. Wenn die wiederkommen, geht dorthin. Nee. Also. Und jetzt sagst du, das ist so spektakulär. Nee, es ist nicht spektakulär. Es ist einfach, ich vertraue drauf, dass ich ein Schaf von Gott bin, dass ich ein Freund von Jesus bin und dass ich das trainiere. Wir machen das manchmal mit unseren Teams, dass wir einfach das trainieren. Nochmal, ich habe dir gesagt, es muss ja trainiert werden, es muss gelernt werden, du musst es üben. Letztens waren wir auf der Straße unterwegs und haben nur probiert, wie Gott uns Impulse gibt. Und danach tauschen wir uns immer aus. Und da waren 2 Jungs, die haben es zum ersten Mal gemacht und die sind da langgelaufen. Da kam eine Mutter ihnen entgegen mit einem Kind. Und der eine hatte nur den Blitzgedanken, bedanke dich bei dieser Mutter, dass sie so viel Zeit in ihr Kind investiert. Und er denkt sich, ach Gott, was ist das denn für ein Eindruck? Ja, ich wollte ihnen nur sagen, vielen Dank, dass sie so liebevoll mit ihrem Kind Zeit verbringen. Die Frau geht weiter und sie denken sich, Mann, sind wir Nullnummern. Wir wollen hier das Evangelium predigen. Und jetzt habe ich mich bei der Frau bedankt. So. Kurz Zeit später, wir wissen alle voneinander nichts, kommt diese Frau auf den Spielplatz an. Ich sehe diese Frau, dass sie Müll aufräumt, während ihr Kind spielt. Und ich denke mir, bedank dich bei der Frau, dass sie den Müll aufräumt hier in unserer Stadt. Ich sage einfach, ich finde es so genial, ich möchte mal ihnen bedanken, dass sie hier aufräumen. Ist ja gar nicht ihre Aufgabe, aber es ist einfach schön, dass sie unsere Stadt schöner machen. Sie sagt, ah, vielen Dank, das hat noch nie jemand gesagt. Dann kommt die 3. Person, die nichts davon wusste. Geht zu der Frau auf den Spielplatz, weil er mit seinem Sohn dort war. Kommt mit ihr ins Gespräch, stellt ihr eine Frage und sagt da, sind Sie hier im Team unterwegs? Sagt er, wieso? Ja, also erst auf dem Fahrrad sagt mir jemand Danke. Gerade eben sagt, hör mal, danke, das war so wunderschön. Können Sie zusammen? Sagt er, ja, es kann sein, das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass Gott ihr Leben einfach anrühren möchte. Dann redet ihr über Jesus, lädt sie in die Kirche ein. So. Das Problem ist, wenn wir anfangen, auf Gott zu hören, ist es so natürlich, dass wir erstmal frustriert sind immer. Wir kriegen es oft nicht mit, was dann daraus entstanden ist. Ich habe einfach nur Danke gesagt der Mama.
Ich habe nicht mitgekriegt, welche Geschichte Gott schreibt. Gott braucht uns nicht, aber er möchte uns gebrauchen und er nimmt diese Momente, um zu Leuten zu reden. Die wenigsten Leute hören Gott akustisch. Eine junge Frau in unserer Kirche hat Gott mal akustisch gehört, auf der Toilette. Seitdem sage ich unseren Teams immer, putzt sauber bitte. Wenn der Herr redet auf Toilette, sollte es nicht stinken. Ja? Aber sonst ist es ja was sehr Natürliches, auch das Sehen, damit möchte ich abschließen. Du kannst deine inneren Augen, dann die Augen schließen, wenn du Gott Zeit verbringst und schauen, was zeigt Gott dir in deiner Fantasie. Jetzt sagst du, wieso redet Gott durch meine Fantasie? Weil er dich so geschaffen hat. Und ich wünsche mir, dass wir alle Menschen werden, die in der Fantasie mehr Gott begegnen als dem Teufel. Das wird ein bisschen krass. Das Destruktive spielt Klavier auf deiner Fantasie von morgens bis abends. Durch Sorgen, durch Ängste, durch Schwere, durch all die Sachen. Was wäre, wenn Gott das Gleiche mal nutzen würde, wie er dich designt hat, fürs Positive, fürs Konstruktive, wie er dich ermutigt, wie er zu dir redet, wie du vor deinem inneren Auge Sachen sehen kannst. Wir könnten da jetzt noch lange drüber reden, aber haben zum einen nicht mehr die Zeit dafür, zum anderen ist es ja etwas, was ein Experiment ist. Deswegen möchte ich dich einladen, einfach dir Folgendes zu überlegen am Ende. Wie willst du dich morgen früh verhalten, wenn du weißt, dass der Gott des Universums auf dich wartet und mit dir reden will? Wie wirst du morgen aufstehen? Wie wirst du morgen, wenn du aufwachst, als allererstes mal ausprobieren, hier bin ich, Herr, rede. Ich habe eine Bibelstelle, die das Ganze zusammenfasst, und zwar steht die in Jesaja. Da heißt es, er weckt mich, ja morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Junger höre. Lass uns mal ab morgen ausprobieren und sagen, im Bett noch, hier bin ich, Herr, rede. Gib mir entweder eine Textzeile oder einen Gedanken, aber ich möchte hinhören. Ich möchte nicht das erleben, wie Hiob sagt mal, Gott redet die ganze Zeit, aber wir Menschen hören nicht drauf. Ich glaube, wir alle wollen Menschen, sonst wären wir nicht hier, wenn wir nicht einen Hunger hätten nach Gott, nach dem Heiligen Geist. Wir alle wollen Menschen sein, die sagt, ich will drauf hören. Ich will lernen, wie Gott mit mir redet, durch sein Wort, durch Lobpreis, durch Blitzgedanken, durch alles Mögliche. Und deswegen zum Abschluss gebe ich dir jetzt die Möglichkeit für ein Experiment. Vielleicht hast du das schon ganz oft gemacht, vielleicht hast du es noch nie gemacht. Das Moment der Stille nehmen in allen Locations. Ich werde beten, dass der Heilige Geist uns Impulse gibt in unseren Gedanken, vielleicht in unserer Fantasie, von unserem inneren Auge, vielleicht in unseren Gefühlen, dass wir etwas fühlen. Egal wie er das macht, lass uns das mal gemeinsam jetzt tun, dass er uns zeigt, was diese Predigt für jeden von uns bedeutet. Weil, am Anfang habe ich dir gesagt, das Schöne an Pfingsten ist, dass der Heilige Geist Predigten übersetzt für jeden von uns und hat für dich einen Gedanken. Vater, ich danke dir, dass da, wo wir unsere Augen schließen jetzt, unser Herz öffnen, an allen Übertragungsorten, in jedem Wohnzimmer, jede Person am Livestream, danke ich dir, dass du in der Stille jetzt redest, Heiliger Geist. Ich binde jede Lüge, jede Täuschung über uns und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt redest durch unsere Gedanken, durch unsere Fantasie, durch unsere Gefühle. Zeig du uns, was du uns heute anbieten möchtest, was du durch diese Predigt uns ganz persönlich zeigen möchtest, wo du uns entlasten möchtest oder uns etwas anbietest. Lass uns die Momente Stille nehmen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns ausbildest. Jesus, du hast gesagt, du schickst uns einen Lehrer, der uns alles beibringen wird. Heiliger Geist, ich bete für jeden, der das möchte, dass du uns beibringst, tiefer zu wachsen in der Liebesbeziehung mit dir, dem Vater, dem Sohn. Dass du uns an die Hand nimmst, uns leitest, kommunizierst, dass du uns einen Hunger nach deinem Wort gibst und ein freudiges, experimentierfreudiges Herz gibst, mit dir zu kommunizieren. Lass uns nie an dieses Wunder auf eine falsche Art gewöhnen.
dass du kommunizierst. Wir danken dir dafür und wir erwarten, dass das sich ausweitet in unserem Leben. Und ich bete jetzt für jede Person, wo ich es gesehen habe, vor meinem inneren Auge, dass es Leute gibt in den Übertragungsorten, du bist mit wie so einer großen Tasche gekommen. Und in dieser Tasche sind Lasten drin. Und wenn es auf dich zutrifft, kannst du einfach mal die Augen schließen und sehen, wie diese Lasten auf deinen Schultern sind. Vielleicht nimmst du die jetzt mal auch in deiner Fantasie und sagst, Jesus, die ganzen Lasten bringe ich jetzt zu dir ans Kreuz. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt da stehst, dass du es entgegennimmst, dass du es eintauschst am Kreuz, dass wir alle unsere Sorgen auf dich werfen können und du nagelst sie ans Kreuz. Und ich bete auch für all die Taschen, die leer sind heute hier, dass du sie füllst. Das sind die Erwartungen der Menschen. Und ich danke dir, dass du es liebst, wie diese Loreto-Bewegung Hunger hat nach dir, Vater, nach dir, Heiliger Geist, nach dem Sohn. Und ich bete, dass du diese Taschen überreich füllst an diesem Wochenende. Mit deinem Reden, mit deinen Geschenken, mit deiner Leidenschaft für dich und einer Sehnsucht nach deiner Gegenwart. Amen. Amen. Dankeschön. Lieber Tobi.